Beginnen wir. Erstmal guten Morgen zusammen. Wir beginnen heute mit unserem zweiten Modul. Weitergehen soll es in die Richtung. Die Fundamente haben wir gestern schon ausgerichtet. Wir werden jetzt beginnen, unten diesen Trägerrahmen zu legen, dann das Bodenelement wieder einsetzen. Gut, dann soweit, wissen alle Bescheid. Wir gehen an die Arbeit. Wir nivellieren gerade die Fundamente ein. So, ich bin gerade dabei, die Haltegriffe für die Fundamentplatten hier aufzuschrauben. Ich befestige die Bodenplatte am Träger. Ich bin Bauleiter hier für diese Truppe. Wir nivellieren jetzt im Moment die Fundamente aus. Ich sorge dafür, dass diese Bolzen später ganz einfahrbar sind. Ich hatte gerade versucht, unsere Rückeinspeisung vom Roller zu organisieren. Ich schraube hier gerade die Bodenpaneele an den Träger. Schrauben. Schaufen. Ausmessen, befestigen, messen, Materialkontrolle, observieren, nivellieren, stemmen, feintunen, schrauben, justieren, positionieren, nivellieren, schrauben, schrauben, tragen, befestigen, schrauben, messen, gucken, dass alles läuft, sortieren, sägen, anreihen, befestigen, schieben. Schaufeln. Das Dach ist noch undicht, aber wir arbeiten dran. Auf jeden Fall befindet sich hier der Schrank im Wohnzimmer. Der Fernseher sitzt hier, das Sofa werden wir dann später hier aufstellen. Später schließt sich dann hier hinten im nächsten Modul die Küche an. Und da haben wir den großzügigen Koch- und Essbereich. Warum hohe Fensterverglasung? Damit die Sonne reinkommen kann. Also, heute war ein sehr ereignisreicher Tag auf unserer Ecolar-Baustelle. Wir haben die ersten zwei Module von unserem Ecolar-Home aufgebaut. Dazu hat gehört, dass wir die Fundamente gelegt haben, dass wir unser Grundstück ebnen, dass wir alles richtig abmessen. Dann sind alle Stützen und Träger aufgebaut worden, waren zum Glück pünktlich rechtzeitig fertig. Ja, unsere Baustelle hier in Konstanz ist direkt am Seerhein gelegen, allerdings im Freien. Das hat natürlich auch seine Tücken, wie wir heute mal wieder erleben durften, denn mitten in der Bauphase quasi hat uns ein Regenschauer überrascht, aber ja, damit muss man dann halt umgehen lernen, dann muss man schnell sein, die wichtigen Sachen ins Trockene bringen und das Haus schnellstmöglich abdecken. Ja, das Schöne an dem Probeaufbau hier in Konstanz ist auch, dass wir die Chance haben, die verschiedenen Werkzeuge auszuprobieren, dass die verschiedenen Handgriffe auch sitzen und uns einfach ja, gegenseitig da zu helfen und Ratschläge zu geben. Wir haben die Bodenelemente einsetzen können und die ersten zwei Fassadenelemente sind auch schon eingefügt. War für uns alle eine Premiere, die Theorie jetzt quasi mal in die Praxis umzusetzen und ja, das Ergebnis sieht man hier. Ich denke, wir können zufrieden sein. Auf einen gelungenen Arbeitstag! Drei kräftige Echo!